schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Yes, I'm so VIP, tu parte, porque tú a mí haces feliz, me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP, papi, yo tu parte, que tú me haces feliz, me encanta presumirte. Guten Morgen, meine Lieben, heute ist Samstag. Wir haben jetzt kurz vor 12 und wir sind auf dem Weg nach Essen. Ich habe euch ja gestern schon erzählt, dass ich mir nochmal die Lippen machen lasse. Und ja, so sehen die jetzt noch aus. Ich habe so ein bisschen Bammel vor dieser Hyaluron-Wegspritze. Auflösungsspritze. Auf jeden Fall soll das schon schmerzen, habe ich gehört. Auch von der Svenja, die hart hatte, die hatte das auch mal. Aber das muss gemacht werden, weil diese russische Methode, da wird ja anders eingestochen. Und wenn da noch Resthyaluron von jemand anderem drin ist, dann sieht es halt nicht so gut aus, wie es aussehen sollte. Deswegen muss das jetzt erstmal weg. Ich bin gespannt, wie sehr das schmerzt. Ja. Und heute soll es auch richtig warm werden. Ich dachte mir nur gerade. In 800 Metern. Irgendwie, wo ist die Sonne? Wir sind raus, es ist so ein bisschen neblig und. Das sieht auch gar nicht gut aus. Es sieht so voll nach Regen aus. Wir haben jetzt 14 Grad. Aber Ermin meinte, heute soll es 23 Grad werden. Ja, ist aber im ganzen Sektor, wie es gerade im Radio hieß. Bei manchen ist Sonne, bei manchen nicht. Überall leicht bewölkt. Schauen wir mal. Und ich habe hier meine neue Hose heute an. Gefällt mir auch echt gut. Die ist so schön leicht. In 300 Metern. Schön, oder? Meine Hose. Deine Hose ist auch schön. Danke. Du bist auch schön. Danke. Alle sind schön. Die ganze Welt ist schön. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir singen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Promesas son nada más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío. Y yo de testigo, vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y bien. Yo sé que tú quieres, vamos un, dos, tres. Eres conmigo, amor, y todos esos placeres que brinda la vida que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres. Ja, Alex, ich bin bei dir, weil ich habe gesehen auf Instagram, du machst die russische Methode bei Lippenaufspritzung. Und ich habe auch Gutes bisher von dir erfahren. Eine Freundin von mir ist auch bei dir. Na schön. Und ja, dann würde ich das gerne mal machen. Aber ich habe schon Hyaluron drin. Ja. Und wir hatten ja schon im Vorgespräch, hast du mir schon gesagt, dass das erstmal weg muss. Genau. Ne? Damit das schöner aussieht. Richtig. Also diese Problematik besteht bei sehr, sehr vielen Mädels, die zu mir kommen. Es ist so, dass vorbehandelte Lippen mit der russischen Technik nicht so gut machbar sind. Das bedeutet, dass man im Vorhinein, wenn die Lippe sehr, sehr überfüllt ist, das Hyaluron einmal komplett aus der Lippe auflösen muss. Es ist ein Prozess, der eigentlich relativ schnell funktioniert. Man spritzt dort ein Material rein, was die alte Hyaluronsäure auflöst. Dann wartet man so ungefähr zwei
Wochen, sieht sich wieder, man schaut sich die Lippe an, kontrolliert, macht eine Kontrolle einfach der Lippe und würde dann entscheiden, ob dann ja, alles schon raus ist oder ob man gegebenenfalls nochmal auflösen muss. Weil bei den russischen Lippen bzw. bei der russischen Methode ist das Spezielle, dass die Kontur sehr schön herausgearbeitet wird, dass die Lippen flach sind, dass man also nicht diesen typischen Entenschnabel, wie man das so sagt, dass die Lippen so sehr, sehr stark nach vorne stehen, dass man das eben diesen Effekt nicht erzielt, sondern dass es ein schön natürlicher Effekt ist. Und wir hatten ja schon gesprochen, wie du gesagt hast, und da müssen wir leider das Hyaluron leider erstmal komplett abbauen. Okay, dann starten wir? Genau, da müsstest du uns gleich nochmal einmal was ausfüllen. Mhm. Das ist unser Aufklärungsbogen, da sind einfach ein paar medizinische Fragen, die du uns einmal im Vorhinein beantworten musst. Und dann geht es auch direkt schon los. Alles klar. So, bitteschön. Also, wir desinfizieren jetzt erstmal alles. Mhm. Bei dir sieht man, dass überwiegend das Hyaluron wirklich über der Lippe ist. Das heißt, hier werden wir das auch auflösen. Wir benutzen dafür extra ein Material, was zugelassen ist für Heilpraktiker. Mhm. Und sobald man das dort rein spritzt, brennt es ganz leicht. Das ist aber ein gutes Zeichen, weil das zeigt auch, dass das alte Hyaluron sich auflöst. Vielleicht aufmachen den Mund. Und jetzt? Ganz wenig. Ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Also es brennt echt ganz wenig. Man sollte das auch jetzt heute ein bisschen massieren, das Ganze. Das ist natürlich jetzt angeschwollen, weil da jetzt auch die Flüssigkeit dann drin ist. Mhm. Wir haben auch jetzt gleich schon geschafft. Ein bisschen rein, das perfekt. Ich habe es auch wirklich erstmal komplett über deine Lippe gemacht, ne? Weil wir werden das definitiv nochmal machen müssen. Ne? Okay, und es baut sich jetzt nach und nach auf. Ja. Genau, es wird sich jetzt nach und nach abbauen. Natürlich heute ist es ein bisschen angeschwollen. Mhm. Morgen wirst du schon sehen, dass es weniger ist, vielleicht auch schon heute Abend. Wir müssen natürlich dann nochmal ein bisschen länger warten, bis wir dann nochmal was spritzen, weil es natürlich erstmal verheilen muss. Das Gewebe muss verheilen. Und deswegen muss man da dann ungefähr so 14 Tage abwarten. Okay. Und hast du sehr gut gemacht. Ja, danke. Bietest du noch andere Sachen an? Oder? Ja, also ich bin generell eine Heilpraktikerin und bin spezialisiert auf ästhetische Behandlungen. Mhm. Wir machen hier eigentlich alles rund um Hyaluronsäure. Also Lippenunterspritzung, Wangen, Jawline, Kinn, alles was du dir da so vorstellen kannst. Nasenunterspritzung machen wir auch. Wir arbeiten noch mit einem Arzt zusammen, der macht auch alles, was mit Botox zu tun hat hier. Und wir bieten Laserbehandlung an, Tattoo-Entfernung, ja. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder im Auto, oder wir sind wieder im Auto. Es hat jetzt auch nicht lange... Danach biegen Sie links ab. Es hat jetzt auch nicht lange gedauert. Also ich hatte ja jetzt die Auflösung oder meine erste Auflösung. Ich muss wahrscheinlich, so wie es aussieht, 2-3 Mal dahin. Und ihr habt ja gesehen, wie das gemacht wird. Das wird ja da reingespritzt und das löst sich jetzt nach und nach auf. Jetzt ist das ja noch angeschwollen. Und also jetzt merke ich auch gar nichts mehr. Jetzt wird es gerade ein bisschen dunkel, weil wir unter einem Tunnel sind. Also es löst sich jetzt nach und nach ab. Ich merke aber auch nichts mehr auf. Es löst sich jetzt nach und nach auf. Also ich merke jetzt auch nichts mehr. Es hat nur halt kurz gebrannt, dieser Einstich. Und das war es dann auch. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es wird sich nach und nach abbauen. Auflösen. Nein, auflösen. Ich komme voll durcheinander. Das wird sich jetzt nach und nach auflösen. Und dann werde ich euch mal so tägliche Updates liefern, wie die Lippen aussehen. Ja, mein nächster Termin ist am 14.09. Dann komme ich wieder in 10 Tagen. Und dann muss ich die nächste Auflösung, Hyaluronauflösung machen. So, jetzt fahren wir nach Hause und das Wetter ist... Navi! Das Wetter ist immer noch schlecht. Dann schauen wir mal gleich, was wir machen. Auf jeden Fall zeigen wir euch noch unseren Haul. Ja.
drehen gleich unseren Haul ab, was wir so gestern geshoppt haben. Ich verlinke euch schon mal Amelung-Ästhetics, die liebe Alex, unten in die Infobox. Wenn ihr da Interesse habt, euch die Lippen aufzuspritzen oder was anderes zu machen, was sie anbietet, dann meldet euch bei ihr, schreibt sie an auf Insta oder ruft an. Macht auf jeden Fall einen sehr kompetenten Eindruck, ne? Hat der Ermin gerade auch schon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und hat auch gute Bewertungen. Und wie gesagt, ich habe von der Freundin auch nur Gutes erfahren. Ich denke schon, dass ich da in guten Händen bin. Und ihr werdet es ja... Halten Sie sich rechts. Ihr werdet es ja nach und nach sehen, wie das so ist und wie das dann... Wir nehmen euch mit auf die Reise. Letztendlich wird, wir nehmen euch auf meine Lippenreise mit. Halten Sie sich rechts. Hä? Du fährst wieder zurück? Da ist eine Busspur. Okay, wir haben uns gerade ein bisschen dezent verfahren. So, ihr Lieben, wir zeigen euch jetzt mal unsere Ausbeute von gestern. Das hier ist die Hose von Taco für irgendwie 7,99 €, wo so runtergesetzt war. Es hat so eine breite Hose, hier an der Seite ein Schlitz. Ah, ich glaube, habt ihr gestern schon gesehen, ne? Und vorhin habe ich sie euch auch schon gezeigt. Finde ich richtig schön für den Sommer. Gefällt mir gut. Was sagt ihr? So, dann haben wir hier Ermins Ausbeute aus Taco. Einmal das T-Shirt hier. 2,50 €. Ja. Gleicher Preis. So, dann habe ich von Primark hier dieses Kleid mitgenommen. Das fand ich ganz schön. Das war aber nicht Primark. TK Maxx. Cut! So, dann habe ich von TK Maxx dieses Kleid hier mitgenommen. Das fand ich richtig schön. Auch so total angenehm vom Tragegefühl her. Sieht echt gut aus. Ich kenne die Marke nicht. Die heißt Kate and Lily. Also ich weiß noch nicht, ob das eine gute Marke ist. Auf jeden Fall hat es 30 € gekostet. Ich habe es in der Größe 40. Aber ich fand es richtig schön. Jetzt mit den Sportschuhen nicht so toll. Aber ansonsten ist es doch schön, oder? Ja. Was sagt ihr? Ich find's gut. Anna. Ich habe mir direkt mal so ein Hemd angezogen. Das ist auch aus TK Maxx von Fresh Printed. Davon habe ich zwei. Einmal das hier. Die haben richtig schöne Hemden, diese Marke. Ja. Und so, ist das Saturn? Ja. Richtig schön. Guck mal, was die für schöne florale Prints haben. Also das hier ist Größe M. Als Mann, die zu tragen. Und das hatte er sich ja letztens schon angeschaut, wo wir in Essen waren, ne? Mhm. Hat er aber nicht mitgenommen. 12 € jetzt pro Hemd. Und jetzt hat er es nochmal gefunden in S, aber passt ihm auch. Ja. Magst du es nochmal anziehen, oder? Kann ich machen. So, währenddessen zeige ich euch noch für Alexander das T-Shirt, was ich gekauft habe von Puma. Das hat so einen ganz, ganz leichten Stoff. Fand ich jetzt ganz gut für seinen Sportunterricht, weil jetzt fängt wieder Sport an. Ermin wollte mir was sagen. Das nennt sich, glaube ich, immer Active Fit, dieser Stoff. Ja, also es ist, ja, dass man auch nicht schwitzt, also so richtig geschmeidiger Stoff, sage ich jetzt mal. Also ein ganz leichter Stoff. Die fangen jetzt wieder Sportunterricht in der Halle an. Das ging jetzt die ganze Zeit nicht wegen Corona. Die haben im Pausenhof Sport gehabt. Jetzt geht es wieder los in der Halle. Und er freut sich total drauf. Schwimmunterricht geht auch wieder los ab nächste Woche. Und das Shirt hat 7,99 € gekostet. Gab es auch in anderen Farben. Ich habe ihm das jetzt in der Größe, welche Größe habe ich denn geholt? 152. Passt da gut rein. So, und das ist das andere Hemd. Ist ein bisschen körperbetonter, weil es dann immer kleiner ist. Aber ich finde es echt cool. Ja, ist echt schön. Echt ein schönes Muster. Boah, ich würde da gar nicht reinpassen. Größe S. Die will ich nicht mal zukriegen. So, hast du noch mehr von TK Maxx? Oh ja. Oh ja, genau. Und eins habe ich dir sogar geschenkt. Mhm. So, das T-Shirt habe ich meinem Schatz geschenkt. Das ist von Replay, ne? Ja. Es hat 25 € anstatt 100 gekostet. Ja, fand ich schön. Mit der Jeans oder mit so einer beigen Hose. Ich habe irgendwie 15 Teile geshoppt und das war unter anderem eins, was ich dann zurückhängen wollte, weil es einfach zu viel wurde, aber die Niki hat dann gesagt, nee. Ja, ich fand es richtig schön. Das musste mit auf jeden Fall. Ja.
Trauen sich eure Männer auch so florale, auffällige, ich muss mal eben weghalten, der will sich umziehen, so auffällige Shirts zu tragen? So, hier ein Champion-T-Shirt für 12,99 €. Ich fand es einfach ein bisschen so lockerer, so zum Chillen, ganz cool. So, dann noch hier den Adidas-Pulli und diese Calvin Klein Cap. Der Pulli ist echt schön. Ja, den fand ich für ein Täschchen. Den fand ich echt cool. Also, was hat der gekostet? Auch 25? 30. Die Cap 13. Alles echt günstig. Sag mal die Cap, dreh dich mal auf. Calvin Klein. Ja, die sitzt ganz gut. Ja, das war's. Also das passt jetzt nicht zusammen, aber ich wollte euch mein Oberteil von Primark zeigen. 7 €. Fand ich ganz schön. Ja. Mit einer Jeans oder einer anderen schwarzen Hose vielleicht. Oder eine beigen Hose. Wird das ganz gut passen. Ich habe mir hier dieses Sprite-T-Shirt für 4 € geholt. Ja, die hatten echt krasse Angebote gestern. Also die hatten auch Sachen. Ich habe mir unter anderem... Ja. Die T-Shirts habe ich mir schon in Holland geholt für 6 € in 3 verschiedenen Farben. Ja, und jetzt kosten die 3 €. Ja, ganz. Habe ich mir noch mal eins mitgenommen, das kennt ihr schon. Nicht viel für 3 €. Ja, die Hose hier für 7, so eine Chino. So, das zeige ich euch jetzt mal eben im Spiegel, weil der Ermin gerade in der Küche ist. Das ist hier so ein Jogginganzug für zu Hause, so richtig, richtig kuschelig. 10 € kann man echt nicht meckern. Richtig kuschelig. Die Hose, das Oberteil ist auch nicht irgendwie kratzig oder so. Es ist wirklich mega krass kuschelig und ja, hält auf jeden Fall schön warm jetzt für die kommenden Herbst- und Wintertage. Gab es auch in anderen Designs. Ne? Also ich habe mich für das hier entschieden. Gab es auch in rosa und in blau. Ja, für Alexandra habt ihr ja gesehen, haben wir dieses Minecraft-T-Shirt mitgenommen. Für 9 €. So, und jetzt ist Ermin wieder dran. Das ist aber jetzt Shein, ne? Da ja, ich habe mir total viele Sachen bei Shein bestellt. Mit dem Code von Aniki hat das alles zusammen 40 € gekostet. Was habe ich nochmal für einen Code? Nikis, ne? Nikis, ja. Da hat man 20%? Glaube ich. Irgendwie ab 40 € oder so. Oder ab 50 gibt es 20%. Ich hatte irgendwie für 40, glaube ich, Sachen bestellt und habe 32 € bezahlt. Sehr gut. Also vergesst nicht, wenn ihr das bestellt, meinen Code anzugeben. Nikis. Wenn man das bestellt. Das ist so. Wie nennt sich das? Velour. Velour. Ja. Hm. Ist auf jeden Fall mega gemütlich. Und so eine Sonnenbrille wollte ich schon etwas länger haben. So eine viereckige in der Farbe. Passend zu dem Shirt hier. Sieht echt gut aus. Ja, ich finde die auch ganz cool. Ja, das T-Shirt fand ich voll cool. Als ich der Niki das auf dem Handy gezeigt habe, war die eher dagegen. Was sagst du jetzt? Das steht dir gut. Ja, findest du es auch gut oder sagst du, das steht mir? Nee, das sieht gut aus. Dann einmal hier das Hemd. Das hat so ein, wie nennt man den Kragen? Naja, den Kragen hier ist ein bisschen weiter geschnitten, weil alle T-Shirts und Hemden sind eigentlich in der gleichen Größe, aber das hier ist im Vergleich zu den anderen echt ein bisschen groß, aber geht trotzdem, finde ich. Tja, hier so ein Hemd mit Popcorn-Optik, fand ich auch ganz witzig. Yum, 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 ist auch yum, echt yum, yum. Angenehm, der Stoff. Yum, yum, yum. Habe ich auch noch nie bei jemandem gesehen. Dieses Täschchen gab es hier umsonst dabei. Auch ganz süß. Ja, für den kleinen Einkauf. Und das Hemd hier. Das ist so Baumwollstoff. Ganz anders als die vorherigen. Oh, ich sehe hier Taschen. Oh, mit Taschen. Ich wusste nicht, dass sie da sind. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, das war's mit der Bestellung.
the shadows leave my head. And when the world is on your shoulders,